Hi Leute, ist schon etwas dunkel geworden draußen. Ich hoffe, die Qualität geht trotzdem noch durch, weil ich möchte hier noch eine letzte Frage beantworten. Und zwar, hi Oscar, welche Weight Gainer kannst du empfehlen und was hältst du vom Body Attack Power Weight Gainer? Also zuerst einmal ist wichtig zu erwähnen, Weight Gainer ist nicht für alle. Es ist nur für Hard Gainer sozusagen, also für ektomorphe Menschen, also für die, die es nicht schaffen, mit normaler Nahrung Körpermasse aufzubauen. Wenn die das nicht schaffen, wenn die es nicht schaffen, genug am Tag zu essen, falls sie zum Beispiel irgendwie verhindert sind, falls sie einen zu kleinen Magen haben oder falls sie zu viel arbeiten oder nicht genügend Geld, kann man ja nicht sagen, weil der Gainer kostet ja auch Geld. Also falls sie es irgendwie nicht schaffen, genügend Kalorien dem Körper zuzuführen, das Mikrofon hängt runter. Also ich hoffe, ich muss nicht nochmal von vorne anfangen. Ich hoffe, ihr konntet mich hören. Also die Leute, die es nicht schaffen, irgendwie genügend Kalorien zu sich zu nehmen, um Körpermasse aufzubauen, nur für die ist der Weight Gainer geeignet. Weil eine Portion enthält sehr viele Kalorien, ich glaube um die 400 und größtenteils bestehend aus Kohlenhydraten. Und ja, der Weight Gainer sollte nur von Personen eingenommen werden, die wirklich ektomorph sind, Hard Gainer sind, richtig knochig sind und irgendeine Körpermasse aufbauen wollen. Und die zweite Frage ist, welchen Weight Gainer kannst du empfehlen? Also ich kann nur einen Weight Gainer empfehlen, weil ich nur einen benutzt habe und zwar in meiner Massephase. Das war der Gainbolic von Olymp. Ich habe eine 4 Kilogramm Dose in einem Monat leer gemacht und habe dann auch 4 Kilo zugenommen in einem Monat. Ja, das ist sehr viel. Das kann man schaffen, wenn man sehr, sehr viel Nahrung zu sich nimmt und zusätzlich zu der Nahrung dann den Weight Gainer konsumiert. Ich habe es zweimal am Tag getrunken und dadurch hatte ich halt genügend Kalorienzufuhr, um zuzunehmen. Und so habe ich es halt geschafft, in einem Monat 4 Kilo zuzunehmen, also jede Woche 1 Kilo. Das heißt, ich musste jede Woche einen Kalorienüberschuss von 7000 Kalorien schaffen, damit ich 1 Kilo pro Woche zunehmen konnte. Ich muss aber dabei sagen, dass die meiste Masse, die ich aufgebaut habe, Fett war. Also, das ist nur für die Leute, die echt drauf scheißen, was für eine Masse sie aufbauen, ob es Fett ist, ob es Muskeln sind. Für die ist Weight Gainer geeignet, weil man dadurch sehr viel Fett aufbaut. Das muss ich halt dazu sagen. Und zwar der Gainbolic, den ich probiert habe von Olymp, war sehr gut. Wie gesagt, 4 Kilogramm Dose Schokogeschmack. Ja, gibt's nichts dran zu meckern. Gut, hat sich gut in Wasser gelöst, beziehungsweise in Milch, hat gut geschmeckt, hat gut auch was gebracht, wegen bezüglich der Masse und hat auch Kraft gebracht durch den erhöhten Kalorienkonsum. Hatte ich dann natürlich mehr Energie. Dieser vorgeschlagene Body Attack Power Weight Gainer habe ich nicht persönlich probiert, aber ich denke mal, Body Attack ist eine sehr gute Marke und der wird ähnlich wie der Gainbolic das gleiche bringen ungefähr, weil das ist auch eine Zusammensetzung, soweit ich weiß, von 70-30, genau wie der Gainbolic. Und das bedeutet, dass da 70 Gramm Kohlenhydrate sind und 30 Gramm Protein auf 100 Gramm bezogen und das ist für einen Masseaufbau optimal. Also wird der Weight Gainer auch seinen Zweck erfüllen, denke ich mal. Also solange man da eine gute Marke verwendet, zum Beispiel Olymp, Vida oder hier das erwähnte Body Attack oder Optimum Nutrition. Es gibt viele gute Marken und die unterscheiden sich nicht so sehr bezüglich der Weight Gainer. Also der wird hier auch bestimmt seinen Zweck erfüllen, wie gesagt. Also die tun sich nicht wirklich viel, aber wie gesagt, nochmal zum Schluss, Weight Gainer. Wenn ihr eine Top-Model-Figur haben wollt, sozusagen Fitness-Model, Strandfigur, Strandbody, dann empfehle ich euch den Weight Gainer nicht, weil der kann dazu führen, dass man Fett zunimmt. Zwar auch Muskeln, aber auch Fett. Aber die, die wirklich extreme Hardgainer sind, ektomorph und knochig, dünn, keine Muskeln, kein Fett. Die können sehr gerne Weight Gainer konsumieren, habe ich ja auch gemacht.
Und denen wird es auf jeden Fall Masse bringen, solange sie die normale Ernährung nicht vernachlässigen. So viel dazu und wir sehen uns dann morgen, übermorgen. Mal gucken, wann ich dann wieder ein Video hochlade. Heute wird es spät, also gute Nacht.